Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, letztes Mal haben wir mit dem Neil zusammen, wer kennt das? dieses Banditendorf oder die alte Kirche hier von den Banditen befreit. Und das habe ich dann off-screen, Entschuldigung, gelootet und mir auch einen neuen Scharfschussbogen geholt, was sehr cool ist. Genau. Den konnte ich mir dann endlich leisten. Hey. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Okay. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Doch, Scharfschussbogen. nochmal, wer bist du? Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Gruselig. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Oh Gott. Ja. Das ist für die gute Sache. Das ist eine ungesunde Einstellung. Und das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch. Sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Das war nicht das, was ich meinte. Aber okay. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden an Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Alter, was für ein gruseliger Dude. Meine Güte. So, gut. Stufe 11 erreicht. Jedenfalls bin ich jetzt wach. Ja, du bist wach, das ist schön. Ja. Ja. So. Dann schauen wir mal. Ups. Drei Stufen schon. Okay, Schwerlastträgerin. Scherben plündern. Reitmaschinen reparieren. Absprungschlag. Okay, das ist natürlich auch cool. Finder, Heiler, Lockruf. Kampfüberbrückung. Längert die Zeit, die eine Maschine überbrückt. Also 50%. Kräuter erkennen. Ausbeuter, Munition, Feinde schärfen. Reitmaschine rufen. So, da kann ich immer eine rufen. Das ist auch ganz gut. Ausbeuter, hohe Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern.
Kritischer Treffer, leichter Sperrangriff. Schwerer Sperrangriff, schlagen Maschinen schneller nieder. Zurückschlagen, schneller laden. Konzentration, okay, Zielbalance, schwerer Schlag, starker Schlag, stille Landung, unauffällig, Ausweichtalent, schneller Sprint. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel klingt sehr gut. Ein Lockruf. Okay, dann mache ich mal das Balance-Ding. Das werde ich zwar selten, ja, wenn überhaupt, anwenden, aber der starke Schlag ist richtig cool. Ist richtig gut. Vor allem damit kann ich ja auch Endgegner ausschalten. So, ich kann ja auch Takedowns machen. Okay, gut. Dann muss ich jetzt was machen? Hier, genau, zum Schlachtfeld. Genau. Ja, cool. Dann hole ich mir mal. Ups. Ja, stimmt, mein Reittier ist rot, gell? Glaube ich. Entschuldigung. Meine Güte, die rennt ja sehr schnell, meine Liebe. Okay, gut. Da haben wir was gelernt. Alter, wie langsam meine gelaufen ist. Das brauche ich später noch. Weißt du, was ich nicht weiß? Aber wie fies der, hat's einfach übersprungen. Böse.
weil ich will den wirklich treffen. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Mhm. Kleine Überraschung. Wenn er mich nicht getötet hätte, hätte ich mehr Mitleid mit ihm. Aber so läuft es ja. Sehr gut. Was für ein Fund. Eine Sägezahnlinse. Das ist sehr, sehr gut. Daraus kann ich, glaube ich. Das, also Sägezahnlinse habe ich, glaube ich, für den für die eine Rüstung gebraucht, nicht? Vielleicht könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Tja, wo kann man das lernen?
Vielleicht muss ich da einen Typen finden dazu. Ich gehe nur hier vorbei. Ich will euch nicht stören. Ich gehe hier nur ganz easy vorbei. Alles gut. Ganz ruhig. Ich pflück hier nur einen Baum und gehe dann weiter. Cool, das hat das hat gefunden. Notizbuch, natürlich. So, Priesterin der ewigen Verdammung. Harriet Choi gestorben. Perth. Wo liegt das? 2. September 2063. Die berüchtigte Bioterroristin und Anhängerin des Kults ewige Verdammung. Harris Cotton-Joy ist im Alter von 54 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Joy, deren Glauben es ihr verbot, sich medizinisch behandeln zu lassen, veröffentlichte im letzten Jahr eine Erklärung, die hier in Auszügen wiedergegeben wird. Ich sterbe wie immer und was? Sterbe wie immer und niemand steht weit hinter mir. Okay. Ich bleibe standhaft. Vater Globus liegt im Todeskampf. Er ist bereit zu sterben. Doch ihr verhöhnt Vater Globus. Das klingt voll bescheuert. Vater Globus. Statt ihm zu helfen, Schmutz abzustreifen, besteht ihr darauf zu wissen, was das Beste ist. Jetzt hattet ihr euren... Aber ganz ehrlich, statt ihm zu helfen, die hätten ihn ja medizinisch helfen können. Aber naja, besteht ihr darauf zu wissen, was das Beste ist. Jetzt hattet ihr eure Rückforderung und glaubt, ihr werdet ewig leben. Aber im Grab ist immer noch so viel Platz wie zuvor. Joy saß eine lebenslange Haftstrafe in Alpha Campus von Punitech Inclusive ab. Ich weiß gerade echt nicht, was INC nochmal heißt. Oh, peinlich. Sie galt als Erfinderin des viralen Verdammnisplage-Cocktails, der 2039 New York, London und New York, London, Moskau, Tokio und Shanghai erfasste. Die Entscheidung, Joy lebenslänglich zu inhaftieren, anstatt sie zu exekutieren, traf größtenteils auf fassungsloses Unverständnis. Aber die Information, die sie im Austausch für ihr Leben bot, führte zur Verhaftung von 16 hochrangigen Mitgliedern des Terroristenkults. Und schließlich zum Zusammenbruch des ewigen Verdammens. Ja, cool. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Wo siehst du eine Verwüstung? Also hier. Okay. Ah ja, hier. Bogen, Blut, Pfeile. Vielleicht hat die Kriegsherrin viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Oh Mann, jetzt habe ich das abgebrochen, was sie sagen wollte. Oh, vor allen Dingen ein Dämon. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Ja, moin. Krieger! Ja, ja. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht?
Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Erstmal Sona. Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruinen bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Ja, vielleicht. Aber ich habe hier gespeichert, also passt es. Aber das ist schon ein krasser Ort für einen Hinterhalt, also richtig, richtig gut. Gut, dann begib dich zu Sonas letztem bekannten Aufenthaltsort. Ich schau mal kurz, ob wir... Genau, das haben wir ja gemacht. Haben wir noch Nebenquests? Nee, gerade nicht. An sich könnten wir auch, zu dem Ort gehen, was wir letztens nicht mehr gemacht haben, das da. Da brauchen wir ja Stufe 15 und wir sind ja bald soweit. Wir sind ja Stufe 11. Und wir haben gerade ein... Wir haben ja gerade ein Säbelzahntiger. Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Gekillt. Deswegen denke ich mal, dass wir schon bereit dazu sind. Da brauchen wir so ein Special-Ding. Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Die klingen irgendwie ein bisschen nach Wildschwein. Oh, da ist ein Fuchs. Oh, wie süß. So, auf jeden Fall mal speichern. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Bevor ich wieder so eine lange Session mache. Beziehungsweise nicht lange Session, sondern überziehe bis zum geht nicht mehr. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.